Heutzutage mache ich ein deutsches Video für meine deutschsprachige Anhänger. Und mein Deutsch ist schlecht, aber ich werde probieren, jeden Tag es zu verbessern. Und ich hoffe, dass, wenn du ein deutscher Student bist, dann können wir uns zusammen helfen, ich zu sprechen, dich zu hören. Und lass uns sprechen über das Minoritarismus oder der Minoritarismus maskulin. Ja, Minoritarismus ist die Theorie, dass die Minderheit hat die Macht über die Gesellschaft. Und so zum Beispiel gibt es die katholische Kirche. Die katholische Kirche wird vom Priester geregelt. Und diese Priester sind eine Minderheit in der Kirche. Die Massen sind, oder die Masse wird vom Priester geregelt in die katholische Kirche. Und so, sie sind 1% oder weniger. 1% oder nur 0.1% oder 0.01%. Und das ist die priestliche Klasse. Die Klasse, sie regelt oder sie regeln die Sprache und die Wörter und sie sind sie regeln die Moralität und sie regeln die Sünde und die, was ist das, Schama oder Schade. Ja, die priestliche Klasse sagt, das ist ein Schade, ja. Aber die kriegerliche Klasse, sie sind nicht mit den Wörtern, die Moralität und die Religionen, aber sie sind mit, Spengler sagt, Techniks, die Techniks. Und endlich gibt es die händliche Klasse vielleicht, oder die bürgerliche Klasse, ja, nicht wie in Marxismus nur, aber die bürgerliche Klasse könnte Kommunisten sein, aber sie haben ein quantitätisches Weltumschauung, dass jedes ist utilitarian, jedes ist Nummer und Geld und die Wirtschaft und the end ist justified by the means. That is für die priestliche Klasse. Sie denken an Gott im Himmel. Für die continue on to Broadway. Okay.